Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Marsch, auf der Marsch. Ne? Wir werden jetzt kurz den Anhänger zum Mist aufladen rüberfahren und dann nehmen wir den Traktor, holen uns die Ballenpresse und dann werden wir auf Feld Nummer 15 das gleich Ballen pressen. Und zwar Silageballen für unser Futterprinzip. So. Gatschi Gatschi. Und wir fahren jetzt rüber zur Halle, wo unsere Ballenpresse ist. Irgendwann müssen wir auch noch Milch verkaufen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Vielleicht heute noch und wenn nicht, machen wir es morgen. Ne? So. So, auf geht's. Feld Nummer 15 oder Wiese, wie man es jetzt nennen möchte, ist egal. Da werden wir jetzt hindüsen. Wir müssen schauen, den richtigen Kurs kopieren. Wie gesagt, wir haben jetzt drei Fahrzeuge, die hier fahren und in drei. So, da sind wir da. Dann müssen wir den Kurs speichern, ne? Weil wir ja die Folge schaffen wir nicht alles. Ja, Feldarbeit. Das müsste jetzt Chiptunic ist der andere. Wenn wir ganz geschickt mal hier den Kurs anzeigen. Und wie wir mal sehen, dass er nebenan ist, ne? Dann ist er das nicht. Nochmal ganz kurz löschen und neu suchen. Der erste richtige. So, und den beginnen wir am ersten Wegpunkt. Sobald der jetzt hier wieder verschwindet, weil der fährt nämlich quer rüber. Wir speichern mal ganz kurz. Ballen fressen. Ballen. Machen wir anders. Mähen. Machen wir alles klein. Mähen und Ballen. Wenn ich Grasballen nehmen, dann weiß ich Bescheid. Gras. Dann hier haben wir Freizeit keinen Platz. Speichern. Wir werden mal, wie gesagt, mitfahren, achten, dass er richtig anfängt, eine richtige Bahn erwischt, ne? Dass er nicht links und rechts daneben liegt. Das kommt ja mal auch vor. Durch irgendwelche Programmierung, wenn ich es im Mäherprinzip vergessen habe. Blockierung. Der Tabak ist fertig, oder? Muss ich mal gleich gucken, einer ist fertig. Und dann können wir noch gleich mit Düngen beginnen, mehr oder weniger, oder vorbereiten. Also, ich sehe noch nicht, dass wir hier die Gerste düngen können und auch nicht die, das andere halt, ne? Ja, die Aufnahme läuft, wir gerade gucken. Das kann auch schon was passieren, ne? Dass man was ansagt und dann hat der Knopf nicht reagiert oder nicht richtig gedrückt oder so. Das kann alles passieren. Ist aber kein Problem.
Darum abzumachen, mal schauen. Auch die Werte müssen passen. Ist immer schwierig, auch tonmäßig und so. Das ist, hatte ich auch neulich gehabt. Jetzt zum Beispiel für, wo ich nicht zu hören war oder ganz schlecht Mikroprobleme gehabt hatte. Keine Ahnung, was das genau für ein Grund war. Weiß es nicht. Okay, ihr macht's richtig. Ist schon mal beruhigt, ne? Das müsste der sein. Ist er auch. Und da werden wir auch die Nacharbeiten durchführen. Fangen wir ganz oben an in der Ecke. Aber hier vorne in der Ecke kann man ja schon sehen, da fehlt was. Ansonsten sieht es mal ganz gut aus. Das jetzt da auch in der Ecke, die wir auch noch machen. So. Und natürlich auch anschalten, ne? Sonst wird das nichts. Ups. Ja, dann wollen wir nochmal die Kurve nehmen. Dann haben wir die Ecke auch geschafft. Machen wir hier noch gleich die Ecke mit. Obwohl er beim Erden das sowieso nicht macht. Aber egal, können wir ja nacharbeiten. Ne? Auch beim Dreschen können wir nacharbeiten. Ist ja so. Ja, Mikrofon ein bisschen kurz. Ja, wenn nicht zu laut ist, ist auch nicht gut. Und zu leise ist auch nicht gut. Das war nicht so ideal, ne? Das wollte ich auch nicht mitnehmen. Ja, gehe ich ja auch nur, wenn man runter hat, ne? Da sieht eine Ecke aus, da fehlt auch noch was. Ja, da. Genau da. Fertig. Fertig. Jetzt geht da die Ecke auch noch. So, siehst du, das auch schon gemacht. Jetzt gehen wir hier vorne nochmal bei. Die Ecken müssen wir halt nacharbeiten. Man könnte auch scharf nehmen beim Kursplay, hat aber den Nachteil, dass man gerade in der ersten Bahn entsprechend da auch im Prinzip dabei sein muss, ne? Weil scharf geht ja aus Platzgründen meistens ja nicht, sonst würde ich es ja tun. Felder von Originalkarten, da geht scharf, von Originalspielen, ne? Also von Maps, die haben ja alle breitere Wiesenränder, aber wir haben hier halt entsprechend ausgereizt die Felder, ne? Zum 8 Meter Gras oder Grünstreifen ist ja heute teilweise auch schon modern. Das macht man ja für die Insekten. Ist im Grunde nicht verkehrt. Aber das kann der Bauer auch nur machen, wenn Ausgleichszahlungen gezahlt werden, weil ich sag, für die Naturarbeiten ist schön, aber dafür gibt es aber leider kein Geld. Ne? Also man kann damit nichts verdienen. Also Anse muss im Prinzip der Steuerzahler das entsprechend ausgleichen. Was ich auch persönlich auch richtig finde, dass da ein bisschen naturmäßig was gemacht wird. Ne? Man muss nicht jeden Quadratmeter bewirtschaften. Bei uns hat man gerne so eine Windstreifen gepflanzt mit Bäumen, weil um den Bodenerosion einzuschränken, man hat festgestellt, dass dadurch auch der Boden fruchtbarer wird, ne? So, das wäre jetzt auch ausgesät. Hier mal sehen, alles fertig, ne? Ja.
Sagen wir gleich die Düngermaschinen. Ja, genau. Ein zweit gefahren. Stellen wir hier mal rein. Ah, nee. Zu einer anderen Maschine dazu. Und so rüber wird doof und dämlich. Tank? Nö. Nicht notwendig. So. Wir müssen die Ballen absammeln. Das heißt, die. Wir brauchen LKW. Man könnte auch mit Dolly fahren, aber wie man den LKW. Und den Ballen Sammelwagen. Dazu müssen wir mal ganz kurz. Und da bin ich wieder so der Meinung, man kann, man muss, naja, man muss nicht, aber es macht sich mit Autoload leichter, ne? Ist ja so, ne? Gut, wenn ich mit 12 Tage Season spielen würde, ja, dann kann ich mir jetzt auch leisten, das per Hand aufzuladen. Aber wie gesagt, das will auch keiner sehen, wenn ich jetzt 5 Folgen Ballen auflade. Das werden wir erstmal reparieren. Ne? Bei 41% können wir uns gar nicht immer erlauben zu fahren. Da klackert doch um die Reifen, ne? LKW tanken brauchen wir nicht, aber wir mal kurz reparieren. So viel Zeit muss sein. Ja. Teuer war es ja nicht, ne? Das war ja, also für 40% günstig. Das war dann da kaputt. Lackiert wird ja sowieso nicht. So, dann mal ganz kurz einstellen. Dann Menü reingehen. Aktuell haben wir ja Paletten. Wir wollen ja Dings haben, ne? Und Ballen. Und U für Aufladen. Das sind, ja, die können wir einsammeln und dann erstmal wegstellen. Noch sind es Grasballen, ne? Also man muss betonen, solange, das dauert aber heute nicht mehr lange, das dauert knappe einen Tag ungefähr. Bei 3 Tage, bei 6 Tage dauert das 48 Stunden und bei, ja, grob gerechnet, bei 9 Tagen sicherlich 3 Tage. Bis es liert, ne? Gras muss ja eigentlich auch immer mit der nötigen Zeit silieren, ne? Mit Season kam ein bisschen Realismus in die Landwirtschaft hier im Spiel. Und man muss sich dem Spiel entsprechend anpassen. Ist aber an sich kein Problem. Ich wollte mal ganz kurz den Kurs speichern. Und zwar bei Gras. Da wird nicht vergessen. Weil das wäre äußerst ungünstig. Ich meine, hier ist nicht mehr viel, aber jetzt haut er so schnell. So. Speichern mal ab. Ja. Ist ja beides. Mähen. Und Ballen. Nehmen wir auch Grasballen, ne? Denn Ballen können ja auch Stroh sein. Oder Heu. Grasballen. Zwei. Speichern.
Das mache ich deswegen, weil ich hiernach ist für mich immer Feierabend hier im Spiel. Dann hat meine 7 Folgen fertig. Das ist ausreichend. Das ist fertig. Siehste. Jetzt fahren wir gleich Richtung Feld Nummer 12. Oh, wir haben kalte Füße gekriegt. Und zwar dort werde ich einen Verband mähen, ne? Also mit zwei Fahrzeugen und wahrscheinlich Heu machen. Heu machen und dann Heu, also schwatten, ersettern, also auflockern. Ein, zwei Mal. Müsste einmal reichen normalerweise. Bei diesem Wetter hier, was wir haben. Können wir so fahren? Wir können so fahren, ja. Wir müssen nur nach Norden, ne? Wir müssen ja das Mähwerk immer hinfahren zum Feld. Und dann können wir das entsprechend auch zur nächsten Folge vorbereiten. Erstmal hinstellen. Ja, Produktion, da kommen wir aktuell nicht dazu. Und wir haben auch fast nichts, ne? Also außer Verpackungen könnten wir sicherlich verkaufen. Leerpaletten. Die einen behalte ich aktuell lieber. So, das Feld Nummer. Das ist aber nicht mein Feld, das ist ein anderes Feld. Das ist auch nicht Feld 12. Wir fahren jetzt weiter. So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und winke, winke. Ciao. Nächste Woche machen wir Feld Nummer 12. Und ja, dann kommt bald ja die Ernte für den Weizen garantiert, ne? Also das kommt auf jeden Fall und das andere werden wir sehen, ne? Also weil Gerste dauert ja ein bisschen, Mais muss auch noch wachsen, Hopfen auch, das dauert noch ein bisschen und wir werden jetzt morgen, nächste Woche erstmal auch Fleisch verkaufen, Geld verdienen, die BGH werden wir schon ein bisschen voll machen, weil hier würde ich noch einen Tag stehen lassen, wachsen lassen. Dann werden wir noch düngen auf Feld Nummer 2 und 15, dass da ein bisschen was wachsen kann, bevor wir nachts das wachsen da wird, sicherlich. Ja, dann sagen wir Tschüss und ciao und schon lange reinschauen. Tschüss.